Hallo ihr Lieben, ich habe letzte Woche einen leckeren Tres Leches Cake gebacken und das habe ich mit einem Meringue bzw. Baiser bedeckt und karamellisiert. Wie ich den Baiser hergestellt habe, zeige ich euch jetzt. Ich beginne mit ein wenig Wasser und gebe hier Zucker hinzu und verrühre. Dann lasse ich es für ca. 4 bis 5 Minuten unter ständigem Rühren kochen, bis sich das Zucker komplett aufgelöst hat. Das passiert bei ca. 120 Grad. Ich habe das Eiweiß von 4 Eiern in einer Schale gegeben und lasse meinen Küchenmixer den schlagen, bis es fast steif ist. Also irgendwo zwischen schaumig und steif ist die Konsistenz, die ich brauche. Und es dauert ca. 5 Minuten. Das kann laufen, während das Sirup vorbereitet wird. Dann gebe ich das heiße Sirup nach und nach in mein Meringue ein und lasse es für 5 weitere Minuten schlagen, bis es fest geworden ist. Und so sieht es dann aus, wenn es wirklich schön fest geworden ist. Erst zu diesem Zeitpunkt würde ich euch empfehlen, Aromen wie Vanille oder Erdbeer hinzuzugeben. Ich habe ein Vanillearoma verwendet und den verteile ich jetzt, oder meinen Meringue mit Vanillegeschmack, verteile ich jetzt auf mein Tres Leches Cake. Und weil es extrem Spaß macht, habe ich noch ein Flambiergerät benutzt, um diesen Meringue zu karamellisieren. Also das Zucker in dem Eiweiß wird hierdurch karamellisiert, wird ein bisschen knusprig und das ist einfach ein fantastischer Geschmack. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich würde mich über eure Likes und Kommentare freuen. Vor allen Dingen freue ich mich, wenn ihr abonniert, denn dann seht ihr auch das Rezept zum Tres Leches Kuchen. Bis bald!